Hallihallo, meine Freunde der Knolle. Jetzt möchte ich euch einmal die Helios Cannabis Apotheke ein bisschen näher vorstellen. Ich bin schon eingeloggt. Wenn ihr dann soweit seid und eingeloggt seid, müsst ihr nur noch auf Sortiment gehen. Genau, dann geht ihr ein bisschen runter. Und dann könnt ihr rein theoretisch, ich mache das immer so, ich klicke dann auf Lager, damit ich gleich sehe, was da ist. Dann gehe ich auf Blüten. Genau. Und dann könnt ihr je nachdem noch aussuchen, ob die Genetik oder der Hersteller. Ich gehe eigentlich immer nur. Wo haben wir das denn jetzt hier? Ach da, genau. Standardsortierung. Ich mache mir mal den Preis von niedrig nach hoch. Und dann seht ihr auch schon, dass zum Beispiel Red Dragon OG bei 5,50 € anfängt. Und es sind alles THC-Sorten. Manche mit mehr THC, manche mit weniger, manche mit mehr CBD, manche mit weniger. Aber was ich euch damit zeigen will, ist, was auf der Straße erzählt wird mit Cannabis aus der Apotheke, dass es so teuer und unbezahlbar ist. Das stimmt nicht. Und hier habt ihr auch den Beweis, weil die Preise seht ihr erst, wenn ihr ein Cannabis-Patient seid und euch direkt auf der Cannabis-Apotheke einloggen könnt. Und wie ihr seht, habt ihr Good Bud, Kush Kush, White Widow, Buba Kush, Island Sweet Skunk, Gorilla Glue. Und ich finde, dafür, dass es nach Hause geliefert wird und 1A Qualität ist, kann man sich über die Preise eigentlich gar nicht beschweren. Genau, und das war mein erstes Tutorial von der Helios Cannabis Apotheke. Und wie ihr seht, mischt Deutschland auch schon ganz schön mit. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Warum denn auch nicht? Wird ja auch langsam Zeit, dass wir uns auch ein Stück vom Kuchen abholen. Und wie ihr seht, sind wir nicht schlecht vertreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sechsmal auf der ersten Seite nur. Also auch in Deutschland wird ordentlich gegrowt, würde ich sagen, meine Freunde der Knolle. Vielen Dank, macht das Plus weg.